Ich begrüße euch zur Online-PK des 1. FC Bocholt vor dem Regionalliga-Heimspiel gegen Alemannia Aachen. Ich freue mich, dass wieder mal so viele von euch bei YouTube eingeschaltet haben und begrüße ganz herzlich die zugeschalteten Medienvertreter und unseren Cheftrainer Dietmar Hirsch. Moin, Dietmar. Hallo zusammen. Dietmar, dein Team schwimmt im Moment auf einer Erfolgswelle. Die letzten vier Partien in der Regionalliga West wurden gewonnen. Zuletzt das 3:1 bei Rot-Weiß Ahlen bedeutete den Sprung an die Tabellenspitze. Wie geht deine Mannschaft mit dieser Situation um? Na, ich glaube, vor dem Ahlenspiel war es schon eine Herausforderung. Wussten wir jetzt gar nicht genau, wie die Mannschaft reagiert, weil wir wussten ja, wenn wir in Ahlen gewinnen, können wir alleiniger Tabellenführer werden. Das hat aber meine Mannschaft überhaupt nicht gehemmt oder irgendwie verunsichert, sondern ist da super mit umgegangen. Ich glaube, wir haben souverän gewonnen. Nach dem Anschlusstor gab es ja eine kurze Phase, aber wir haben dann schnell das 3-1 gemacht. Also ich glaube, wir waren souverän. Wir haben gut gespielt auf einem schwer bespielbaren Rasen und haben uns dann über die Tabellenführung gefreut. Und ist natürlich eine tolle Situation gerade für uns, und aber so in der Trainingswoche gab es jetzt nichts Außergewöhnliches wie vorher auch. Also wir bereiten uns ganz normal auf den nächsten Gegner, auf Alemannia Aachen vor, und ja, genießen einfach die Situation. Du sagst es, der nächste Gegner Alemannia Aachen. Nach dem Trainerwechsel zu Heiner Backhaus schwimmt auch Alemannia Aachen auf einer Erfolgswelle, ist auch seit einigen Spielen ungeschlagen. Die Aachener werden von über 1000 Fans im Stadion am Hünding unterstützt. Was für ein Match erwartest du am ausverkauften Hünding? Ja, wir freuen uns einfach drauf. Also es ist, glaube ich, unabhängig von der Tabellensituation ein absolutes Topspiel, sowohl von der sportlichen Brisanz her. Also ich glaube, Aachen galt oder gilt als absoluter Topfavorit auf den Au oder für den Aufstieg oder für die vorderen Plätze, genauso wie Wuppertal auch, die ja sich alle mehr oder weniger gefangen haben. Aachen ganz extrem nach dem Trainerwechsel, sehr stabile Leistungen. Da merkt man halt die individuelle Qualität, die jetzt auch ja als Mannschaft gefunden oder sich als Mannschaft gefunden hat, und das wird auf jeden Fall ein ganz schweres Spiel für uns. Ich glaube aber schon, dass wir auch eine gewisse Qualität haben, sonst würden wir nicht da stehen, wo wir aktuell stehen. Und ich glaube, es wird ein Match auf Augenhöhe. Wir haben ein Heimspiel. Natürlich kommen sehr, sehr viele Aachen-Fans mit, aber trotzdem spielen wir bei uns am Hünding und wollen natürlich auch versuchen, unseren Heimvorteil wieder zu nutzen. Und beide Mannschaften sind gut drauf. Ich habe es ja gesagt, es wird ein enges Spiel und wir wollen natürlich gewinnen. Aber ja, individuell, wie gesagt, ein Top-Gegner, und ja, wir wissen aber, was auf uns zukommt. Beim Blick auf die personelle Situation fällt auf, dass du in den vergangenen Spielen nach dem Motto Never Change a Winning Team gehandelt hast und die Startaufstellung identisch war. Das wird am Samstag auf jeden Fall nicht funktionieren, allein schon, weil Markus Stojanovic gelb gesperrt sein wird. Zudem wird Ali Barak noch rot gesperrt fehlen. Wie sieht es ansonsten in personeller Natur bei deiner Mannschaft aus? Ja, sonst haben wir ja nur Gino Windmüller. Ist ja bekannt, dass er noch länger verletzt ist. Wenn er überhaupt noch mal in dieser Saison wiederkommt, das wissen wir nicht. Aber müssen wir gucken. Aber sonst sind eigentlich alle dabei, außer unsere beiden Linksverteidiger. Ist außergewöhnlich, dass, ja, man hat ja so vor der Saison alle Positionen doppelt besetzt, und ausgerechnet eine Position fällt jetzt auch doppelt aus, und beide auch noch wegen einer Sperre. Ist unglücklich, aber nun gut. Alle anderen sind, wie gesagt, bis auf Gino einsatzfähig. Wobei ich muss dazu sagen, Brian Kampmann hat jetzt diese Woche das erste Mal trainiert. Da müssen wir gucken. Ich glaube, es macht noch nicht unbedingt Sinn nach 8 Wochen, die er jetzt ausgefallen ist, wo er die erste Woche, wie gesagt, im Mannschaftstraining ist, dass wir ihn schon mit in den Kader nehmen. Ist jetzt aktuell nicht angedacht. Wir hoffen natürlich, dass jetzt in den nächsten 2 Tagen, wo wir noch trainieren, nichts passiert. Aber so ist eigentlich die Situation. Aber rein theoretisch wäre er auch eine Alternative. Danke dir, Dietmar. Das waren soweit meine Fragen an unseren Chefcoach. Gibt es von den Kollegen der Presse Nachfragen an Dietmar Hirsch? Robin Nierhaus, BMW. Nö.
Ja, erstmal Hi in die Runde. Es ist ja seit mit dem Saisonbeginn eigentlich ein Duell von zwei Mannschaften, die eigentlich ja ganz verschiedene Erwartungshaltungen hatten. Bei Aachen hat man da viel über den Aufstieg gesprochen. Herr Hirsch, glauben Sie, dass das ein Vorteil für Bocholt oder ein Nachteil für Bocholt ist, dass bei Aachen vielleicht der Druck etwas größer ist und dass Bocholt jetzt ja vielleicht nichts zu verlieren hat, da eben eine ganz andere Erwartungshaltung, sage ich mal, mit der man in die Saison gegangen ist, vorherrscht? Also wir haben in jedem Spiel was zu verlieren, beziehungsweise eigentlich nicht zu verlieren, sondern zu gewinnen. Wir wollen immer 3 Punkte holen. Ich glaube, das will jede Mannschaft in der Liga, das wollte Aalen auch. Und dem einen oder anderen gelingt es ein bisschen häufiger. Wir haben jetzt wirklich einen Lauf, wo uns viele Siege, viele Erfolgserlebnisse gelungen sind. Und ich weiß nicht, wie hoch der Druck in Aachen ist. Also keine Ahnung. Also ich glaube, nach dem Trainerwechsel, man hat ja gesehen, der Druck muss hoch gewesen sein, sonst hätte man nicht so früh reagiert. Aber mittlerweile hat man sich, glaube ich, von dem allgemeinen Druck aufsteigen zu wollen, zu müssen, wie auch immer, vom Umfeld her ja, frei gemacht. Man bringt echt konstant gute Leistungen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie groß der Druck vor dem Spiel ist. Also wir haben den Druck, dass wir die Tabellenführung, in Anführungszeichen Druck, die Tabellenführung verteidigen möchten. Und das ist unser Ansporn, das ist ja klar. Und da beschäftigen wir uns erstmal mit unserer Situation. Und wie Aachen mit dem Spiel oder mit der Konstellation in der Tabelle umgeht, das mag ich nicht zu sagen. Und ja, ist jetzt auch nicht so unser Ding. Alles klar, danke. Gibt es weitere Nachfragen? Matthias Grütter, BBV. Ja, auch von mir erstmal Hallo in die Runde. Wenn du die beiden Mannschaften mal so vergleichst, treffen da Welten aufeinander, was Spielerisches anbelangt, oder sind das so Mannschaften, die wirklich vom Leistungsvermögen, von der Ausrichtung, von der Systematik, wie man spielt, ähnlich sind, oder ist das, oder siehst du da gar keine großen Unterschiede zwischen Bocholt und Aachen? Naja, ich glaube, wenn man sich so den Spieleretat anguckt, die Vergangenheit der Spieler, dann sind wir komplett anders aufgestellt. Also bei Aachen spielen Spieler, die schon in anderen Ligen gespielt haben, viel höher gespielt haben, sehr viel Erfahrung mitbringen. Und wie wichtig da das Kollektiv ist oder ob da die individuelle Klasse wichtiger ist, das vermag ich gar nicht so sehr zu beurteilen. Also die individuelle Klasse war, glaube ich, von Anfang an bei Aachen gegeben durch die Zusammenstellung des Kaders. Aber als Team, als Mannschaft, speziell nach dem Trainerwechsel, hat sich das Kollektiv halt gefunden. Bei uns, wir haben, glaube ich, von Anfang an, das habe ich betont, immer vom Kollektiv, vom Teamgedanken gelebt. Wir hatten insgesamt, ich betone es immer wieder, wir haben jetzt insgesamt 18 neue Spieler. Wir haben uns schnell gefunden, sind schnell in so einen Flow gekommen. Natürlich mit dem Spielglück oder mit dem Quäntchen Glück, was wir uns in den ersten beiden Spielen erarbeitet haben, mit den beiden Siegen und sind dann in so einen Flow gekommen. Leichte Dellen in unserer Leistung, wie jetzt bei Köln 2 oder Paderborn, haben uns jetzt nicht direkt umgehauen. Und ja, wir haben dann irgendwann auch eine Formation gefunden. Benny hat es ja gesagt, wir haben dann, ja, weil wir auch gut waren, viele Punkte geholt haben, wenig umgestellt. Und das gibt natürlich auch Sicherheit. Aber ich glaube, die Mannschaften, der ganze Verein oder beide Vereine sind schwer miteinander zu vergleichen. Das meinte ich ja auch am Anfang, wenn man jetzt sieht, was für ein Stadion in Aachen steht. Na, da sind letzte Woche gegen Paderborn waren 12.200 Zuschauer, glaube ich, da. Bei uns ist eine ganz besondere Atmosphäre. Wir haben jetzt nicht dieses klassische Fußballstadion, will ich mal sagen, aber eine ganz tolle Spielstätte und das wollen wir immer nutzen bei unseren Heimspielen. Ja, ist alles total anders als in Aachen. Das Einzige, wir sind relativ nah beieinander jetzt in der Tabelle und dementsprechend wird es ein Spiel auf Augenhöhe. Aber die Voraussetzungen sind von Anfang an der Saison unterschiedlich. Ich glaube, die Ziele waren unterschiedlich und ja, aber mittlerweile ist man sehr eng beieinander sportlich und deswegen wird es ein enges Spiel auf Augenhöhe. Wenn es keine weiteren Nachfragen an unseren Cheftrainer gibt, und das scheint nicht der Fall zu sein, weise ich auf Folgendes hin. Das Spiel am Samstag wird vor 3.276 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Hünting um 14 Uhr angepfiffen und die Kollegen von Sporttotal und Radio WMW übertragen die Partie live. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass die Stadiontore aus organisatorischen Gründen am Samstag schon um 12 Uhr öffnen und dementsprechend um frühen Einlass durch die Zuschauer gebeten wird. Bitte frühzeitig anreisen, um längere Wartezeiten zu vermeiden und möglichst mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Stadtbus anreisen, da die Parkplatzsituation am Hünting nach wie vor angespannt ist. Euch allen einen schönen Donnerstagabend und wir hören und sehen uns dann am Samstag. Bis dahin.